der Bürgerschützenkönig 2015 und Gewinner des Pokals des Bürgermeisters der Barlachstadt heißt Marco Paternoga. Beim Volks- und Schützenfest der Schützenzunft Güstrow 1441 setzte er sich gegen 5 Mitbewerber durch. Sein Sieg stand fest, als es ihm gelang, von den 11 Gliedern des Adlers zum Schluss den Rumpf mit Herz zu treffen. Der Wettbewerb um den Bürgerkönig durfte nur von Teilnehmern bestritten werden, die nicht Mitglieder im Verein sind. Bereits Anfang des Monats hatten die Zunftmitglieder Schützenkönig und Damenkönigin ermittelt. Mit Sylvia und Detlef Wüßluch trug sich dabei seit langer Zeit wieder ein Ehepaar in die Siegerliste ein. Der 1441 gegründete Verein gehört zu den 30 ältesten Zünften Deutschlands. Als 1990 die Neugründung erfolgte, wurden auch viele Traditionen mit übernommen. Neugründer damals waren Uwe Benedikt, Sabine Horn, Günter Frenzel, Wolfgang Rühmling, Paul Marz, Detlef Zwartkowski und Frank Leopold. Zum Schützenfest waren Vertreter zahlreicher befreundeter Vereine in die Barlachstadt gekommen. Unter anderem aus Hamburg, Krakow am See und Lage. Es gab Wettkämpfe mit Kleinkaliberwaffen, mit Luftgewehren und im Bogenschießen. Der Vorsitzende zieht eine Bilanz. Wir sind im Großen und Ganzen sind wir eigentlich zufrieden. Das Problem, was alle Vereine auch haben, ob es nur Skisport ist oder ob Leichtathletik ist, wir haben ja alle ein bisschen Mitgliederschwund. So, wo wir auch drum kämpfen, sehr drum kämpfen, ist, dass wir Nachwuchs kriegen, junge Leute. Wir haben ja auch in unserem Verein noch 6 Kinder und Jugendliche, die vorrangig Luftgewehr und Bogenschießen machen. Aber das kann uns auch nicht hundertprozentig befriedigen. Wir brauchten eigentlich mehr. Aber wir können nur gute Hoffnung sein. Ein zünftiger Schützenball, bei dem der neue Schützenkönig nebst Damenkönigin proklamiert wurde, bildete einen weiteren Höhepunkt der beiden Tage.